Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und heute geht es um eine der schwierigsten oder ambivalentesten Aktien, nämlich Tesla. Da gehen die Meinungen so weit auseinander. Es ist sehr volatil, es gibt immer wieder die Medienberichten gerne und deswegen ist es eine sehr schwierige Aktie und auch eine Trading-Aktie. Trotzdem möchte ich so ein bisschen die Fakten zusammenbringen und was meine finale Meinung oder auch Bewertung der Tesla-Aktie ist. Starten wir am besten mal mit dem Produkt. Ja, Tesla wird als Autohersteller gesehen. Sie möchten aber mehr sagen. Ja, also es gibt auch eine Energiedivision, wo man so Storage-Batterien verkauft. Man hat natürlich auch das Tesla, diese Tankstellen, sag ich mal, wo man Strom tanken kann. Das ist aktuell jetzt bei dem alten Modell beides noch umsonst. Bei Model 3 muss man dafür zahlen. Also sie gehen eigentlich auch in diesen Tankstellenmarkt rein. Irgendwann wollen sie auch eine Art Uber anbieten, das ist das sogenannte Tesla Network. Das heißt, ich kaufe mir einen Tesla, wenn der dann autonom fahren kann, dann kann ich den zum Arbeiten schicken, andere können ihn mieten und ich kriege dann einen Umsatzanteil, was natürlich ein sehr hoch attraktives Geschäftsmodell ist und auch so ein bisschen weitergehen würde vom aktuellen Geschäftsmodell Autoverkauf, was ja per se nicht so attraktiv ist. Das Produkt muss man schon sagen, klar, es gibt einige Qualitätsprobleme, gerade auch beim Start von Model 3 oder auch beim Model S und X. Wenn man irgendwie, wenn man ein deutsches Oberklassenauto gewohnt ist, das ist nicht das gleiche von der Verarbeitungsqualität, aber noch nicht. Ja? Man darf auch nicht vergessen, wo irgendwie Tesla herkommt. Sie haben irgendwie vor 10 Jahren noch gar keine Autos gebaut und ich glaube, in den letzten 30, 40 Jahren gab es überhaupt keinen neuen Automobilhersteller, der so lange überlebt hat. Und sie sind, wie gesagt, im Bereich Batterien zusammen mit Tesla führend technologisch. Und man darf auch nicht vergessen, dass ohne Tesla die Transition zum Elektroauto wahrscheinlich 5 oder 10 Jahre später passiert wäre. Es wäre trotzdem passiert, weil irgendwann Batteriekosten wahrscheinlich so nach unten gegangen sind, dass jemand probiert hätte, aber sie haben schon eine ganze Industrie getrieben und wenn man auch vergisst, irgendwie dieser große Bildschirm beim Tesla, das gab es schon vor dem iPad, glaube ich, also sie waren da schon sehr, sehr innovativ, auch so mit kleinen Sachen und auch, da wäre man irgendwie ein Audi oder sowas, da ist die Usability von diesem Entertainment-Segment wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, und da ist Tesla irgendwie auch ähnlich wie das iPhone sehr gut und spricht halt auch deine junge Zielgruppe an oder auch Leute, die halt ökobewusst sind. Deswegen das Produkt, trotz allem kriegt er eine 9, das Geschäftsmodell eine 7. Die Marke hat natürlich jetzt ein bisschen gelitten, auch unter Attacken von Shortsellern und auch von Elon Musk, seine Twitter-Tiraden. Trotzdem verbindet sie halt Premium mit Wachstum und Innovation und ist eigentlich das Synonym für Elektroauto. Und wenn wir sagen, das Elektroauto wird sich durchsetzen, dann ist es die Marke, die als erstes da im Kopf bleibt bei den Menschen, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Ja? Weil wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen will, dann will ich wahrscheinlich nicht ein Auto, ein Mercedes und ein BMW kaufen, der genauso aussieht wie ein Mercedes und ein BMW, der ein Verbrenner ist, sondern will auch ein Statement machen. Und da ist Tesla halt ideal. Und deswegen gibt es da einen neuen Wettbewerbsvorteil. Aktuell, sie haben halt noch einen technologischen Vorteil. Das ist die Frage, wie lange man das immer behält. Sie sind sicherlich sehr, sehr innovativ und auch, ich glaube, auch sehr kosteneffizient. Ja, das Model S bis jetzt hat es eigentlich die deutsche Automobilindustrie nicht hinbekommen, ein vergleichbares Auto hinzubauen. Ich glaube, die Entwicklungskosten lagen bei damals um die 200 Millionen Dollar. Das ist halt vielleicht mal Faktor 10 oder 20, was dann Volkswagen oder BMW ausgibt. Ja. Ich glaube, Volkswagen hatte das größte Forschungsbudget der Welt vor 2, 3 Jahren und trotzdem ist da nicht so viel Innovation da rumgekommen. Also sie sind da schon sehr, sehr effizient und worüber meiner Meinung nach wenig geredet wird, ist eigentlich dieser Kostenwettbewerbsvorteil. Ja. Sie haben nur eine Gigafactory in den USA, bauen eine in Shanghai
und wer noch eine in Europa bauen, wobei das immer wieder nach hinten geschoben worden ist. Aber wenn man nur eine große Fabrik hat, hat man da einen Kostenvorteil in der Produktion, weil man kann die neuesten Maschinen kaufen. Sie machen auch einen Direktvertrieb, weil das man nur über die Webseite des Auto-Order, das heißt, sie sparen sich diese Vertriebsprovisionen, die auch beim normalen Automobilbereich 15-20% und mehr sind. Das ist so ein Vorteil. Und sie sind einfach sehr, sehr jung von den Mitarbeitern und haben noch nicht so viele Leute, die, sage ich jetzt mal, Mitte 50, Ende 40 sind und sechsstellig verdienen, aber auch nicht mehr so heiß sind, sondern eher so ihr Besitzstandswagen wollen. Ja. Trotzdem, bis auf vielleicht die Tesla-Tankstellen oder Stromtankstellen, ist der Wettbewerbsvorteil, es gibt noch nicht so die Netzwerkeffekte, ich verkaufe ein Produkt, deswegen gibt es da nur eine 8. Das gibt dann insgesamt eine 8,25, was okay ist, aber jetzt auch nicht phänomenal, aber auch schon mal ein Qualitätsunternehmen. So, jetzt spannend ist natürlich der Markt. Tesla ist eigentlich, und das ist vielleicht auch so die Story, es gehen drei Märkte gleichzeitig an. Ne? Den Automotive-Markt, ist schon mal umsatzseitig ein Riesenmarkt, aber halt auch den Utilities, also Strommarkt und auch den Öl- und Gasmarkt. Und deswegen gibt es natürlich auch so viel Gegenwind aus den Medien, aus alten Industrien, dann die natürlich auch ihre Pfründe sichern wollen. Und die Firma natürlich durch den doch auch disruptiven Charakter des Gründers sehr viel Angriffsfläche bildet. Dadurch ist der Markt halt einfach riesig und auch das Marktwachstum ist sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, es war die Firma, die jetzt am schnellsten 10 oder 20 Milliarden Umsatz erreicht hat in der Geschichte, was doch sehr beeindruckend ist und was man bei diesen ganzen, sag ich mal, Noise-Nachrichten auch nicht ganz vergessen darf. Trotzdem, Wettbewerb im Automobilbereich per se ist sehr, sehr hoch. Auch im Storage-Bereich, wo sie tätig sind. Sie haben wahrscheinlich für die nächsten 2-3 Jahre noch ein bisschen weniger Wettbewerb im Elektroauto, weil die anderen erst nachkommen müssen. Aber dann wird schon was kommen. Ja? Porsche, Smart, also der Wettbewerb wird hochgehen. Das muss man schon wissen. Allerdings wird das, glaube ich, durch dieses Marktwachstum mehr als aufgefallen, weil wenn die Leute mal anfangen, sich drüber nachzudenken, soll ich mir ein Elektroauto kaufen? Und sogar wenn es irgendwie ein Audi-Werbung dafür macht, das würde Tesla sogar hier helfen, da das Konzept Elektroauto validiert, weil die Leute denken, okay, selbst Audi macht dafür Werbung, dann muss es gut sein und dann denken die nach und werden dann vielleicht der ein oder andere sich auch einen Tesla kaufen. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, der Automobilbereich ist per se zyklisch, aber man hat natürlich jetzt ein strukturelles Wachstum im Elektrobereich, was da drüber gelegt ist und man hat eher eine Rückendeckung vom Staat. Also die Autos werden noch subventioniert, ja, das kann man negativ sehen, aber man sieht ja diese ganzen Friday for Future und solche Bewegungen. Auch die auf europäischer Ebene wird immer schwieriger mit den Schadstoffausstoß. Deswegen, da haben sie eigentlich einen Riesenvorteil gegenüber den traditionellen Herstellern. Deswegen, wir sehen hier, da auch die Bewertung eine 9, was insgesamt eine Bewertung von 9 macht. Was halt auch interessant ist und was man da nicht vergessen sollte, klar, die Aktie ist sehr volatil, aber es gibt halt doch im Automobilbereich 3 Trends, die sich gleichzeitig entfalten werden oder mehr oder weniger. Und einer alleine wäre schon schwierig genug für so eine noch 100 Jahre alte und ein bisschen behäbige Industrie. Man hat da 3 gleichzeitig. Das ist halt A, der Technologiewechsel von Verbrenner zu Elektroauto, dann aber auch das autonome Fahren. Das spielt auch nicht Mechanik so eine große Rolle, sondern halt mehr Daten und Software. Und das dritte, so die Themen Carsharing, dass ich nicht mehr ein Produkt verkaufe und mich dann eigentlich nicht mehr drum kümmere oder einfach nur noch Ersatzteile verkaufe, sondern dass ich halt auch andere Geschäftsmodelle dran tue. Und bei allen 3 Bereichen ist Tesla halt mit dabei, vor allem beim Elektroauto führend, aber auch autonomes Fahren und wie gesagt, das angesprochene Tesla Network. Ja, und das macht, glaube ich, die Story halt doch interessant, um dieses Thema abzudecken. Aber jetzt gehen wir nochmal vielleicht zu den Soft-Faktoren. Ja, Elon Musk kennt inzwischen wahrscheinlich jeder. Mir ist inzwischen halt auch zu viel geworden, was er da über Twitter schreibt. Und er soll sich mal auf die Sachen konzentrieren. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass sein Track-Record schon sehr, sehr beeindruckend ist.
Er hat PayPal mit aufgebaut, oder war der Mitgründer. Und auch SpaceX, also und das, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. SpaceX hat halt die NASA angegangen, oder den Staatskonzern. Und da steht inzwischen, glaube ich, in den USA für 50% der Raketenstarts und hat da die Kosten massiv gesenkt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ambitioniert, sowas zu machen. Und es funktioniert, auch wenn man immer ein bisschen Glück dabei hat. Und klar sind sie dadurch ein bisschen arrogant und auch eher als eine sehr besondere Person. Aber die großen Gründer, auch Steve Jobs oder sowas, das sind keine normalen Leute, die haben alle ein bisschen Klaps. Ja? Das heißt immer so, der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn misst sich im Erfolg. Und es trifft auch meiner Meinung nach bei Elon Musk zu. Trotzdem, er sollte sich halt noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Es gab viel Managementwechsel, deswegen gibt es jetzt hier einen neuen. Trotzdem ist natürlich ein wichtiger Teil des Bullenkäses. Auch die Strategie, also es gibt ja diesen Masterplan Part 1, ja, wo sie gesagt haben, sie wollen erst ein Premium-Auto bauen und dieses Premium-Auto soll dann ein Massenmarktauto finanzieren. Sie wollen auch Solarprodukte bieten, um es zu ermöglichen, dass man wirklich nachhaltig das Elektroauto betreiben kann. Dieses Ziel haben sie eigentlich erreicht und auch der Masterplan Part 2. Da wollen sie eigentlich in allen Bereichen, glaube ich, bis auf Fliegen oder Raketen, ein Produkt im Elektrobereich haben. Und sie gehen dann wirklich in den Massenmarkt. Und das ist natürlich extrem anspruchsvoll, die Produktion aufzubauen. Das ist eigentlich eine Software, die ich ausrollen kann. Da gibt es Probleme. Trotzdem ihre Produktroadmap und noch von der Strategie mit so einem Pickup-Truck kommen. Es wird noch so ein Mini-SUV kommen, das Model Y, noch ein Roadster. Und auch so ein Semi-Truck, also so ein LKW, also da ist schon sehr, sehr viel schon investiert worden und das ist doch sehr beeindruckend. Und was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Kultur. Ja? Es gibt auch ein Buch, was ich mal gelesen habe, dieses Tribal Leadership, glaube ich. Und da gibt es die verschiedenen Stufen so. Ich glaube, Stufe 0 ist die Welt ist scheiße, die Stufe 1 ist I'm great, die Stufe 2 ist We are great, und wir retten die Welt. Und sie sind da halt so auf der höchsten Stufe von der Firmenkultur. Die Leute, denen geht es darum, eine Mission, die größer ist, als jetzt irgendwelche Quartalsgewinne zu erzielen, sondern wirklich die Energietransformation der Welt zu beschleunigen. Und das ist doch, was sehr, sehr gute Leute anzieht und motiviert. Das kann man auch nicht ewig halten, aber so für 10 Jahre kann man da doch Höchstleistung bringen. Und halt der Umwelteinfluss ist doch, man kann das so diskutieren, aber es ist eigentlich die größte Cleantech-Firma der Welt, ja, dass es nicht nur Elektroauto ist, sondern sie eigentlich alle Untermärkte angehen. Und deswegen gibt es da dann insgesamt das höchste Rating von 9,75. Das ist einfach in diesen Soft-Faktoren, gerade im Verhältnis zeige ich zu einer Volkswagen, wo irgendwie der Staat mitmischt, irgendwie Familien, Gewerkschaften, wo man diese ganzen Interessen ausbalancieren muss. Oder bei BMW, wo dann irgendwie intern die Leute, die hatten ja ein gutes Elektroauto vor ein paar Jahren, auch in der Schublade noch ein besseres, aber dann wollten sie ihre Gewinne von einem X5 sichern und haben es eigentlich so intern eher gebremst. Dann hat man dann verschiedene Interessensgruppen und bei Tesla ist halt auch immer Fokus, wir machen Elektroauto, das ist das. Gibt es natürlich immer wieder Hindernisse auf dem Weg, aber die klare Vision und Mission hilft, glaube ich, dass man sich da fokussiert. Dann kommen wir zum Finanzfaktoren. Wieder Umsatzwachstum absolut top. Ja. Das Problem, was ja auch immer von der Short-Seite genannt worden ist, waren halt die fehlenden Gewinne und auch die Margen. Da wurde vielleicht das ein oder andere Mal zu viel versprochen. Trotzdem, wenn man sich die Kostenkurve anschaut, sei es bei Batterietechnologie, aber auch die kompletten Herstellungskosten, ist das immer noch im Verhältnis zu den anderen. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt, als wenn irgendwie Mercedes oder Audi Elektroautos bewerben, die verdienen damit ja auch noch kein Geld. Tesla tut es zumindest im Premium-Bereich. Und wenn die Kostenkurve dann weiter nach unten geht und sie ihre Preise vielleicht dann auch mit Zusatzprodukten wie autonomen Fahrten erhöhen können, dann werden die da auch irgendwie auch mehr Geld verdienen. Man darf halt auch nicht diese Skaleneffekte von so einer Gigafactory, glaube ich, unterschätzen. Trotzdem müssen sie natürlich das noch mehr zeigen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Tesla halt
nicht per se ein Automobilhersteller ist, sondern ein Tech-Konzern. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß halt, das ist sehr, sehr normal, dass man dann 10, 15 Jahre lang investiert, keine hohen Gewinne schreibt, aber irgendwann ist man halt einfach führend in dieser Position und hat eine Marktplatzdynamik aufgebaut. Und stört mich oft auch gerade bei deutschen Firmen oder bei, sag ich mal, den Firmen aus traditionellen Industrien, dass man sehr kurzfristig denkt, ein Manager muss seine Quartalszahlen treffen, aber vergisst dann zu investieren, was ist in 5 oder 10 Jahren. Das ist halt der Vorteil, so ein gründergeführtes Unternehmen wie Tesla, der diese langfristige Vision hat. Ja, und plus, wenn die Geschäftsmodelle dann auch noch mehr noch in dieses Übermarkt gehen oder man in andere Bereiche mit autonomem Fahren geht, dann sollten die Margen auch Returns Equity höher sein. Trotzdem per se ist es natürlich aktuell noch nicht da. Noch die nächsten Quartalszahlen werden sehr, sehr schlecht wahrscheinlich, was inzwischen auch im Kurs wahrscheinlich drin ist. Trotzdem, hier gibt es eine 7,25. Ja, und wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, dann bekommt Tesla eine 8,6. Das ist durchaus ein Qualitätsunternehmen dank dem Wachstum der Marge, der Marke, Entschuldigung, und natürlich auch der starken Kultur. Trotzdem ist erreicht nicht die Note wegen auch dem Geschäftsmodell und der fehlenden Profitabilität von einem rein erfolgreichen Softwarekonzern. Ja. Und davon leiten wir dann ein faires KGV von 26 ab. Aktuell ist, glaube ich, vielleicht das faire KGV gar nicht die richtige Bewertungsmaßzahl, sondern vielleicht eher das faire KUV, der noch komplett im Wachstumsmodus ist. Und da kann man schon einen Faktor von 2,6 anlegen. Und wenn man das ein bisschen vergleicht, auf dem fairen KGV kommt man die Aktie nicht kaufen am fairen KUV, ist schon in dem Bereich, wo die Aktie auch so im letzten Bereich so geschwankt hat, zwischen 250, 330 Dollar. Und das ist trotz auch der vielen schlechten Nachricht, die es in dieser Zwischenzeit gab. Ja, darf man auch nicht vergessen, aktuell, ich glaube, die Longs können nicht richtig happy sein, aber auch die Shorts nicht, ja, weil die sind auch schon sehr, sehr lange Short. Die Argumente haben sich da immer wieder geändert. Also richtig runtergekommen ist die Aktie halt auch nicht. Und wenn man das mit einer BYD oder NIO, die, glaube ich, technologisch und von markentechnisch weit hinten dran sind, vergleicht, ist das schon was wert. Ja? Allein die Technologie und die Marke und die Fabrik und diese Option, in diesem attraktiv großen, wachsenden Markt führend dabei zu sein, kann schon 50 Milliarden wert sein, auch wenn sich das per se jetzt viel anhört, wenn man sagt, ja, so viel ist auch ein BMW-Wert, aber es gibt auch genug Softwarebuden oder irgendwie Firmen, die kein Mensch kennt, die sind es auch wert. Und der adressierbare Markt ist viel, viel kleiner. Trotzdem, sie müssen halt jetzt erstmal liefern, auch eine Fabrik, glaube ich, in Europa mal aufbauen, denn Deutschland wird wahrscheinlich gar nicht so der wichtige Markt, weil hier, sie haben noch keine Produktionsstätte, die Deutschen selber werden natürlich auch gute Produkte in den Markt drücken, aber in der USA und China, das sind halt die großen Märkte, glaube ich, wo sie dann sehr gut aktiv sein können. Ja, hier nochmal das Fazit, was ich so ein bisschen gut und schlecht finde. Wie gesagt, man muss ein bisschen Ruhe reinbringen, aber dieser groß adressierbare Markt, ich sehe es halt einfach als Option, ich weiß auch nicht, ob sie es final schaffen, aber wenn es sie schaffen würden, der dominante Anbieter im Elektroauto-Bereich zu werden, glaube ich, können sie halt auch höher, wie vorher im fairen KUV gesagt, können sie auch höhere Margen schaffen als im BMW, weil sie A, auch andere Geschäftsmodelle dann dabei haben, aber B, halt auch eine bessere Kostenstruktur haben von Mitarbeitern und Vertrieb und Produktion. Ja, da gibt es ja dieses, die Vision der Factory, der Builds a Factory, also dass sie da deutlich effizienter sind, weil die Maschinen einfach schneller arbeiten können. Da mussten sie natürlich auch ein bisschen zurückrudern, weil ganz so einfach ist es auch nicht. Aber immerhin, sie haben diese Vision und wollen da irgendwie hinarbeiten und vielleicht erreichen sie es nicht ganz, aber halt, selbst wenn sie halt dann nochmal deutlich besser sind als andere, ist das schon mal ein Vorteil. Ja. Genau, das ist wegen aktuell, bin ich da so ein bisschen, weil halt auch die Q1-Zahlen, ich glaube, da kommt drauf an, wenn ihr das Video schaut, ein bisschen vorsichtig. Die Aktie ist in den Wikifolios von der Transparenz Instagram Stupid, als Qualitätsunternehmen sind drin und auch beim gründergeführten Unternehmen.
beim Investor Stockpicker aktuell nicht, aber wenn sich das mal drehen könnte, das auch mal sein, um halt dieses Thema abzudecken. Genau. Und hier noch wichtig der Hinweis, ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, es kann gut aus, ich handle regelmäßig in dieser Aktie und bin per se auch heute long, wie ihr seht, auch privat. Deswegen, sage ich mal, als Transparenzhinweis und vielleicht auch was für, also es ist sicherlich eine Aktie, die sehr, sehr ambivalent ist, aber ich sehe es halt einfach als Option und ähnlich wie bei Bitcoin oder so, also ich wäre auch auf der Short-Seite vorsichtig, weil die Aktie halt High-Potenzial hat, wenn sie dann mal irgendwie liefern und das ist klar, wie groß der Markt ist, dann können dann die Bewertungen halt noch höher gehen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch gerne auch noch die andere Aktienvideos zu an oder subscribe bei Message to Finanzpost meiner Finanznewsletter oder auch schaut euch die Wikifolios an, wo ich regelmäßig handle. Vielleicht ist für den einen oder anderen ist auch interessant, sowas nachzukaufen. Muss man sich nicht selber drum kümmern, aber in dem Video will ich einfach zeigen, wie ich denke und ein bisschen meine Handlungsweise, Investmentweise nachzuvollziehen.